Hallo und willkommen zurück bei Rimworld. Und wir haben wieder ziemlich viele Brocken, aber diesmal haben wir Schiefer, Sandstein und Kalk. Den Kalk, den könnten wir eigentlich drüben gebrauchen. Aber wir brauchen ins Prinzip im Moment Marmor. Noch ganze Menge Granit brauchen wir aber gerade auch nichts. Ja, das stört mich tatsächlich, aber hier könnten wir einen Zaun setzen. Einen Abgrenzungszaun. Sollen wir wieder den nehmen? Oder nehmen wir einen anderen? Dass wir das so ein bisschen abgrenzen. Ja, jetzt müssen wir natürlich den hier auch noch mit einbauen. Also wir haben jetzt wieder einige, die wir hier mit reinnehmen müssen. Müssen wir natürlich alle noch einzäunen. Das machen wir mal eben schnell. Ja, schnell ist gut, ne? Ja, die brauchen alle noch Türen. Ich weiß nicht, ob da Dreck ist oder ob da Sumpf ist. Deswegen lassen wir den erstmal so. Guck mal, da wird sogar ein Baum mit reingenommen. Schönes Muster. So, jetzt noch die Türen. Hier können wir keine Tür machen. Sonst wäre der nicht mehr durchgehend. Hier geht schon noch eine Tür. Hier wird auch eine Tür gehen. Wenn wir hier eine Tür reinmachen, dann haben wir da eine Lücke. Das geht nicht. Außer wir nehmen anderen Zaun. Oh ja, der große hier. Der wird auf jeden Fall interessant, weil der eigentlich den kompletten Durchgang nach rechts versperrt. Ist hier auch noch? Ah, wir machen mal so. So, die Straßenlösung. Müssen wir sogar Brücken teilweise drunter machen. Ja, hier sind zwar so ein paar Flächen, aber die können wir nicht machen, weil sonst sieht das geklumpt aus und dann ist das auch kein wirklicher Zaun mehr. Deswegen... Mit diesen drei Teilen müssen wir mal gucken, weil da wird er jetzt Brücken bauen. Das sieht sogar sehr gut aus eigentlich. So, damit hätten wir wieder alle Sumpfgebiete abgezäunt. Oh, 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 oh. Große Töne, nichts dahinter oder was? Siehst du, dann sieht das so aus und das finde ich sieht kacke aus. Wir werden das ja bestimmt irgendwann weiterführen. Dann können wir ja jetzt theoretisch schon mal den Zaun zu Ende machen. Genau wie hier. Ja, wobei man sieht es nicht so gut, ne? Ich würde sagen, den zäunen wir noch nicht ein. Da warten wir, bis wir nach oben erweitern. Ja, der ist so klein, ne? Da lohnt gar kein Zaun eigentlich. Ich glaube, den kleinen, also ich weiß nicht, ne? Die Nummer, das entscheidest natürlich du, aber ich glaube, die beiden, die trocknen wir weg, oder? Weil hier einen Zaun drum machen, das ist ja irgendwie... Ich weiß auch nicht. So, Ambrosiaheim, wo? Ah, perfekt. So, können wir das Tor verbieten? Ja. Können wir.
Eigentlich wäre das immer praktisch, so ein Bereitschaftsteil zu haben, ne? Hast du schon recht? Aber jetzt mal 2 Fuhren Heilwurzeln, dann haben wir auf jeden Fall von denen genug. So, wir brauchen auch wieder Stoff. Das heißt, ich müsste eigentlich mal rübergehen, ne? Laden wir mal Weltkarte, jetzt kann ich schon mal trinken. Wir müssen auch schon mit den Kommentaren anfangen. Ah, so schnell geht das. So, was haben wir denn hier? Nimm mal ein bisschen Brot mit. Fünf Stück. Wir haben hier wieder ein T-Shirt. Wir haben relativ viel. Müsste hinkommen. Wir haben relativ viel Silber hier bei denen. 7000. Nicht schlecht. So, wir müssen Stoff holen und wir müssen immer noch Marmor und Kalk holen. Sandman, was liebst schön am Bauen? Also am Anbauen. Ah, Jugulas hat ein Meisterwerk gebaut. Ein meisterlicher Stein hat er gebaut. Geil. Ja gut, die Sessel verbrauchen natürlich sehr viel Stoff. Habe ich nicht mit einkalkuliert. Man muss natürlich noch überall Licht rein. Ne? In den Räumen hab ich jetzt hier eine Lampe gemacht. So eine Leselampe soll das sein. Ja, was ich halt... Ja gut, die halten schon einige Tage, ne? Das muss man mal lassen. Das Schweinefleisch tue ich mal hier raus. Wir machen mal Einstellung kopieren. So, tun wir das mal raus. Den tragen wir weg. Und dann tragen wir den hier rein. Jetzt machen wir erstmal wieder Einstellung einfügen. Ja gut, Kaffee und Tee können wir noch nicht wirklich, weil die Küche noch nicht fertig ist. Aber jetzt natürlich schön, wenn jetzt erstmal alles da reingelegt wird, ne? Kein Träger. Jugulas schläft. Ja gut, aber sie soll schon anbauen hier, ne? Also... Sandman Everslieb soll schon anbauen. By the way, Sandman Everslieb, es gab wieder Kommentare und auch Sandman Everslieb hat nochmal geschrieben, du kannst auch die Leichen von deinen Gegnern einlagern und dann verfüttern. Ja gut, die sind alle skelettiert. Aber im Prinzip habe ich ja keine Gegner, also ich werde ja nicht angegriffen. Ja, wir spielen ja im Moment auch friedlich. So, Jugulas und Sandman Everslieb, macht ihr Liebe? Ah, oh, das hat Jugulas wohl gehört. Ist direkt abgehauen. Oh! Das ist, nicht sehr schön. Äh.
Machen wir hier hin. Es hätte auch in die Hose gehen können. So, warum ist der die ganze Zeit offen? Wegen dem Baum hier? Ach nee, weil hier offen halten ist. Soll natürlich nicht sein. Kann man den nicht bauen? Müssen wir den wohl nochmal abreißen. Und nochmal bauen. So, ich bin eingetroffen. Direkt Karawane wieder erstellen. Wir ziehen direkt wieder los. So, wir nehmen Stoff mit. Oh, wir haben gar nicht so viel Stoff. Sieh mal einer an. Wir nehmen alles mit an Stoff. Wir klauen jetzt hier den ganzen Stoff. Wir brauchen noch Kalk. Marmor haben wir leider nicht zur Verfügung. Wobei, wir müssen erstmal entleeren. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Stoff produzieren. Okay, ist entleert worden. Sehr gut. Dann können wir jetzt losziehen. So, wie gesagt, wieder 5 einfache Mahlzeiten. Oder nee. Das Brot nehmen wir auch wieder mit. So, wir nehmen alles an Stoff mit. Müsst ihr hier mal wieder Stoff produzieren, das geht ja gar nicht. So, wir nehmen mit Kalk. Wo ist der Kalk? Da. Wähle Route. Und Gummi. Gut, am großen Feld sind wir jetzt Flachs am Anbauen. Ich würde sagen, eine Runde Flachs machen wir, danach stellen wir nochmal hier auf Baumwolle. Sind die schon auf dem Weg? Nee, ne? Achso, ich musste erstmal die holen. Was mit dem? Was mache ich denn da? Ah, jetzt habe ich... Ja, klar, ich habe erst zu spät gescheckt, ne, dass ich einen Elefanten vergessen habe. Muss natürlich jetzt erstmal wieder holen, ne? Das geht ja so gar nicht. Hier könnten wir auch mal abwechselnd Blumen machen, oder? Machen wir mal eine Blumenmehrer hier rein und hier. Hier stellen wir eine Rose hin. Wieso dreht mein PC jetzt auf einmal so auf? Krass. Warte, muss ich mal... Oder nee. Besucher. Gäste oder nur Besucher? Das ist hier die Frage. So, endlich ist er da. Dann können wir mal vollladen. Ja, sobald Marmor da ist, wird er direkt weggeballert. Wir müssen erstmal Dinom wieder umstellen. Auf Steinbruch 3, damit wieder Ressourcen produziert werden. Und die Gäste sind eingetroffen. Wir interagieren mal nicht mit denen. Vielleicht kriegen die trotzdem dieselbe Bewertung, weil das verbraucht ja doch Zeit. Ne? Dann sollen die lieber arbeiten, beziehungsweise hier Stoffe produzieren.
Und die gehen, fangen direkt an einzukaufen. Sehr schön. Na toll, jetzt geht der auch noch drauf. Und warum ist der denn überhaupt verreckt? Das ist doch die Frage. Du musst von hier oben löschen. Der gute Ambrosia. Wir müssen das zum Wasser drücken. Drück es. Oh, Felix. Lass dich nicht umzingeln. Drück es zum Wasser. Sehr schön. So, hier sind wir auch noch nicht fertig. Mit der Hygiene. So, wir haben jetzt die Pumpenstation. Also hier haben wir erstmal zwei Tiefenbrunnen. Dann haben wir hier eine Pumpstation, eine Wasseraufbereitungsanlage, großer Wassertank, geht hier über die Heizung, die muss noch gebaut werden. Ich weiß nicht, ich glaube, da kommt man nicht dran, oder? Nee, kein Stahl, aber man käme dran. Plus die, dann sind hier die Wassertanks, die gehen hoch. So, jetzt brauchen wir auch noch das Abwasser. Ich überlege gerade, ob wir hier noch einen Faultank hinsetzen sollen und im Prinzip ist das wie eine Vorklärung. Könnten wir noch ein eine Wasseraufbereitungsanlage hinter das Abwasserbehandlung setzen? Das ist die Frage. Ich würde sagen, wir bauen hier nochmal ein Dings hin. Also eine Kläranlage. Ja, es ist ein bisschen verwirrend, ne, weil wir einen Weg für sauberes und Abwasser nutzen, ne? Es ist halt teilweise schon etwas dämlich, ne, kann man sagen. Aber wenn wir hier mal einen Zweierweg lassen, dann könnten wir vielleicht sogar zwei nebeneinander klatschen. Und dann müssten wir das so verbinden. Warum prügelt ihr euch? Vielleicht müssten wir... Nee, wir probieren das erstmal aus, ohne zu reden. Das war der Plan. Ich will gucken, ob die Wertung dann auch so hoch ist oder ob die Wertung schlechter ist als sonst. Und wo rennt hier Spinne? Wieso haben wir Spinnen? Jetzt sag nicht, wir haben Spinneneier. Ja, das müssen wir, die müssen wir aufmachen. So, hier müssen wir auf jeden Fall was anderes anfangen. Haben wir schon Teufelsgarn? Sonst bauen wir hier erstmal wieder Flachs an. Wir müssen natürlich erstmal wieder Stoff herstellen.
Beziehungsweise. Ich kann königliche Hilfe anfordern. Sehr schön. Geh mal bitte die Tür aufhalten. Damit die Spinnen raus können. So Riesenspinnen will doch niemand zu Hause haben. Alter, ich muss die Kommentare auch machen. Also, du kannst Leichen von Gegnern. Ja, haben wir schon. Ressourcen darfst du natürlich aus den Bergen holen in meiner Kolonie. Ja, habe ich nur noch nicht gemacht, weil ich es nicht gebraucht habe. Sagen wir mal so. Ich wollte ja erst die Straße fertig bauen, bevor ich an den Stahl gehe. Wie gesagt, noch nichts trockenlegen auf meiner Karte. Ich muss mir das erstmal genauer ansehen. Aber wie gesagt, sag mal zu diesen beiden hier. Also ich kann da natürlich auch einen Zaun drum bauen, aber hier baue ich ihn eh drüber wegen der Straße. Und dann baue ich im Prinzip hier so nur einen Klumpen. Wo dann eigentlich das meiste aber normaler Boden ist. So. Also wenn du Brocken loswerden willst, in meinem Lager ist viel Platz. Die Häuser bei mir bleiben aus Holz. Wenn alles aus Granit gebaut wird, sieht das wieder langweilig aus. Ich würde die auch aus Schiefer bauen, nicht aus Granit. Für meinen Geschmack. Die nächsten Häuser darfst du dann auch aus Schiefer bauen. Okay, also die nächsten aus Schiefer. Ich würde sagen, es funktioniert nicht, weil Miezi es gebaut hat und Miezi kann aber nur üble Sachen bauen. Kann sein, dass wenn Miezi baut, dass der Quality Builder nicht funktioniert. Ich kann aber auch nicht einstellen, dass Miezi, wenn ich was zum Bauen habe, Miezi das nicht baut. Naja. Anstatt du erstmal nur eine Lampe baust und guckst, wie weit die leuchtet. Und fang nicht wieder an mit der Symmetrie an auf einzelnen Straßenabschnitten. Es wird immer derselbe Abstand sein zwischen den Lampen später. Das ist auch eine Form von Symmetrie, ja? Ich hoffe nur, das funktioniert auch, wenn wir rummachen. Wir können ja mal eine Lampe hier bauen, damit wir eine Lampe einzeln sehen, wie weit die leuchtet. Das dauert eh noch ewig, weil wir ja keinen Stahl bauen im Moment. Weil wir Marmor brauchen. Problem ist natürlich, Marmor bauen wir so gut wie gar nicht. Ne? Sobald hier Marmor ankommt, wird das direkt für die Straße genutzt. Guck mal, da sind sogar zwei rausgekommen. Und das liegt natürlich daran, weil wir haben das ja so umgestellt, weil du hast ja irgendwann mal geschrieben, das fühlt sich so wie Cheaten an. Da haben wir den Steinbruch auf alles gleichgestellt. Deswegen dauert das jetzt halt ewig, bis wir an Marmor bekommen, weil wir haben halt eine 1 zu 5 Chance, dass wir Marmor bekommen. Theoretisch sogar 1 zu 6, weil es gibt ja noch Granitbrocken, die rauskommen. Oh, ich bin auch mal wieder da, das hat aber gedauert. Oh. Noch so ein Viech. Der ist hier durchgelaufen. Also hier brauchen wir wieder Stahl. Ja, hier brauchen wir Stahl. Holz brauchen wir theoretisch gar nicht. Wie viel Holz haben wir denn noch? Wow. So. Wertung von 100, ohne dass wir mit denen reden. Okay, das. Wir müssen nicht mit denen reden. Gut zu wissen. Die Pflanzenmassen tun wir hier mal raus. Pflanzenmassen raus. Einstellung kopieren. Einfügen. Die sollen hier gelagert werden zur Not. Gute Arbeit, Jugulias. Ja, dass die da gelagert werden, das ist natürlich bitter. Oh, wir haben jetzt hier zwei Stacks für Brot. Okay, wir machen das mal so, dass wir hier nur Brot lagern.
Also alles verbieten, nur Brot. Hier die Sachen zum Herstellen. Hier alles verbieten, nur einfache Mahlzeiten. Und hier alles verbieten, außer Maislalb. So, dann tragen wir den mal rüber. Und der kann nämlich dann hier reingetragen werden. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Kalk hier auf Vorrat. Wir haben auch ein bisschen Granit. Und wir haben sogar Sandstein. Jetzt wird das Brot hier gelagert. Das soll doch hier gelagert werden. Normal. Wichtig. Das muss getragen werden, das muss getragen werden und das muss getragen werden. Zwei Heilwurzeln könnte zu viel sein, aber wir haben halt genug Essen, dass wir erstmal hier durchballern können. Oder wir machen das eine tatsächlich mal mit Mais, so wie du das gesagt hast, Denom, und dann verbieten wir den Weg da rein. Wenn ich ihn jetzt finde. Da. So, wir haben hier auf jeden Fall auch noch Stahl. Den können wir natürlich aus der Wand ruppen. Aber wenigstens wurden die Teppichsachen jetzt schon mal gebaut. So, hier können wir natürlich auch eine schöne Lampe hinmachen. Ich weiß natürlich, ja, wir haben noch ein bisschen Stoff. Reicht das aber für beide Sessel? Um 220. Könnte passen, ja. Wir können natürlich auch mal ein bisschen Redwood jetzt abbauen. Dann hätten wir ein bisschen Redwood für unterwegs. Ja, was heißt für unterwegs? Falls wir es dann irgendwann nochmal bräuchten. Ich meine, mit Redwood kann man natürlich auch viel anfangen. Haben wir eigentlich alle Kommentare durch? Du kannst übrigens auch mit Gartenzaunturen arbeiten, wenn du das nicht geerntete wird aber fertig ausgewachsen, also man breitet es vor, das wächst aus, man verbietet es so, dass keiner mehr rein darf und dann ist es fertig, weil man es braucht, kann man es öffnen. Machen wir jetzt, es hat nur einen einzigen Haken, dass wenn das zu lange steht, dann verschwindet das, dann verdorrt das so und geht kaputt. So, und der letzte Kommentar. So sind wir halt. So sind wir Androiden halt. Altruistisch bis zum Umfallen. Naja, nicht alle natürlich. Nur in meiner Kolonie, die zwei. Hä? Wieso kein Redwood? Das muss doch Redwood geben. Ah, geht doch. Sehr schön. Es wäre so schön, wenn die mal zusammenlegen würden. So war das nicht gemeint.
So, wo haben wir hier zusammenlegen? Hier. Zusammenlegen machen wir jetzt mal immer eine 2. Gucken wir mal, ob das dann funktioniert. Jetzt sind wir im Putzen dran. Weil es nimmt einfach sonst zu viel Platz weg. Wenn wir das nicht machen. Guck mal, dass wir hier auch im Holzboden drunter klatschen. Verbieten hier aber nochmal den Dings. Denn ich glaube, ich will den Boden überall glätten. Ich weiß nicht, ob das geht. Oder lassen wir es einfach. So, aber jetzt müsste er eigentlich priorisiert mit... Okay, Tiertraining ist genauso hoch wie zusammenlegen. Da wird zusammengelegt. Scheint zu funktionieren, sehr schön. Ich meine, wir können ja ansäen, einfach nur nicht... Ah nee, abernten tun die ja trotzdem. Ah, endlich wird's fertig. Gut, dann können wir den ja doch weitermachen. Weil die Küche fertig ist. So. Wir fangen an mit Eintopf. Dann Pfannengerichte. Oh, ich weiß nicht, ob das nachher zu viel ist, wenn wir da jetzt alle hier reinklatschen. Aber es ist natürlich besser, als nur einen zu kochen oder so. So, Fruchtsaft. Dann 10 Tassen Tee, 12 Tassen Dingens, Lag. Ja, an die wagen wir uns später dran. Ich überlege gerade, ob ich den Psychotee hier mit reinnehme. Aber da will ich eigentlich später ein eigenes Labor bauen. So, wir machen jetzt erstmal alles bis zu X. So, und jetzt klatschen wir überall eine 1000 rein. Oder machen das anders. So, die Larvig sind wir, glaube ich, durch. Also, das sind ja die Üppigen.
So, dann kommen jetzt die ganzen Feinen. So, weil die oberen können wir eh noch nicht kochen. Ich habe einfach nur, wenn ich jetzt schon mal was vorbereite, dann bereite ich es für alle vor. So, jetzt werden wir das aber so machen, dass wir hier in den Simple Meals kein Fleisch nutzen. Und keine tierischen Produkte. Warum ist es hier jetzt Milch und hier auch? Ich habe doch gesagt, keine tierischen Produkte. Weil die sollen nämlich genutzt werden für die guten Produkte. Nur vegetarisches. Weil die anderen brauchen nämlich die guten Produkte. Und bei den Simple Meals ist das ja mehr so... Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Aber es geht teilweise sogar voran hier. Wir müssen halt nochmal einen Ort finden, wo wir Stahl abbauen können. Bauteile haben wir noch. Wieso liegen die immer noch nicht zusammen? Oh, warte, wir können hier den Psychoid-Tee machen. Können wir hier den Psychoid-Tee brauen und können den hier raus machen. Sehr gut. Zusammenlegen. Leute, ihr habt zwei in Zusammenlegen. Ihr müsst doch mal zusammenlegen. Das hast du höher als bauen, Jugulias. Also leg mal zusammen. Was ist mit dem hier? Was ist mit dem Kalk? Wie kein Stapel zum Hinzufügen? Hier sind noch Stapel zum Hinzufügen. Das check ich jetzt nicht. Warum die beiden nicht zusammengelegt werden, obwohl es dieselben Blöcke sind? Ja gut, muss ich jetzt auch nicht verstehen, oder? Wir verbieten trotzdem mal die Ansaat, damit hier oben endlich mal angesät wird. Sehr schön. Guck mal, wir kriegen sogar ein bisschen Medizin schon raus teilweise. Ein.
Oh, mit Kalk sind wir dann durch, ne? Dann brauchen wir nur noch Marmor. Aber ich kann schon sagen, das doppelte Landefeld, also bei dir sieht auf jeden Fall besser aus mit dem Haar. Haben wir schon wieder Gäste. Und wir haben auch mal hier Dingens. Das heißt, wir können wieder Stoff. Baumwolle, weil davon brauchen wir ein bisschen mehr. Ein Meisterwerk. Julius hat ein Meisterwerk hergestellt. Einen meisterlichen Sessel. Respekt. Aber da wir jetzt ja auch ein bisschen Stoff haben, können wir noch ein paar Entspannungs-Dummies hier hinzufügen. Wenn wir Zuckerrohr malen, kommt dann auch Zuckerrohr raus. Ja. Das werden wir bestimmt für manche Sachen auch brauchen. Was kocht denn der da jetzt? 5 Stück. Ah, jetzt kommt der Tee. Sehr schön. Wertung 15. Das war nicht so cool. Wie viel Marmor haben wir eigentlich wieder? Nichts. Wie weit sind wir denn gekommen? Oh ja. Oh ja. Ja, die waren nicht zufrieden. Das tut mir leid. Alter, 20. Aber das dauert noch ein bisschen, bis du hier auch voll hast. Aber du knallst trotzdem zu schnell raus hier. Da kann Flint nicht mithalten. Und das Lager ist schon fast voll. Ja, wir kriegen halt ziemlich wenig Marmor, ne? Der hat ausgelöst. Jetzt muss der natürlich repariert werden. Aber zum Glück ist nichts kaputt gegangen. Also die Sicherung hat funktioniert. Können wir hier irgendwie auch noch eine runterbringen? Nee, ne? Scheiße. Viel zu eng gebaut alles. Aber irgendwann soll das ja eh alles weggerissen werden. Das sage ich bestimmt schon 10.000 Mal und mach eh nichts. Aber hier, ne, wir fangen langsam an mit der Hygiene. Ich meine, immerhin, wenn das ja hier weg ist, dann kann man das hier wegreißen. Und dann können wir auch mal eine schöne Toilette bauen. Ich habe ja zuerst überlegt, hier die Toilette hinzumachen, aber es hätte nicht gepasst. Jetzt können wir aber hier eine Toilette hinbauen. Aber ich will jetzt nicht schon wieder die nächste Baustelle eröffnen. Die sollen erstmal zu Ende arbeiten. Ich habe hier schon wieder unnötig viel reingeklatscht. Aber wir brauchen auch ein bisschen Holz. Wir brauchen nicht nur Stahl, auch ein bisschen Holz.
Toll, der ist vergammelt. Aber dann müssen wir doch mal gucken, wo wir ein bisschen Stahl aus der Wand ruppen können. Hier sind ein paar Bauteile. Wir brauchen Stahl. Die leuchten ein bisschen blau, ne? Das ist cool. Aber Jules hat noch einiges zu tun, vor allem mit Bodenglätten. Können wir hier schön erweitern. Jetzt können wir die Fallen verstecken. Und im Prinzip brauchen die doch länger da drüber zu laufen, ne? Aber es würde Sinn machen, wenn wir den dann hier hochsetzen. Was mir aber nicht gefällt, dass wir hier so eine schwache Wand haben. Die muss ich verstärken. Wir müssen generell mal gucken, wie das aussieht mit den hier den Granitwänden und hier den geglätteten Wänden. Felix Wunderland braucht echt ziemlich lang hier die Dinger wegzuruppen. Liegt wahrscheinlich an der Nahrungsmittelvergiftung. Und die anderen schlafen ja auch alle. Könnten das eigentlich hier erweitern und hier so ein bisschen rausbauen, ne? Stellen wir den einfach hier hin. Steht auf jeden Fall näher da dran. Können wir hier noch einen Dreierlager hinsetzen? Den reißen wir mal weg. Ich habe was von Zusammenlegen gehört. Ich verstehe nicht, das Zusammenlegen, das funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht müssen wir das so machen, dass wir wieder einzelne Ressourcen, einzelne Teile brauchen, damit das Zusammenlegen funktioniert. Gut, aber so weit war ich jetzt hier noch nicht, um das zu machen. Uäh!
schon teuer, diese Teile. Das war jetzt aber auch übertrieben. So, wir haben den Teufelsgarn. Alter! Schick! Wolltest du nicht in grüne Klamotten tragen, Ninom? War da nicht irgendwas? Ja, kriegst du auch so einen. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen... einen grünen Staubmantel. Warte, wenn ich dich erzwinge, dass du den anziehst. Kannst du jetzt einen grünen Staubmantel herstellen? Ich will, dass du einen grünen Staubmantel herstellst. Waffenstillstand mit Lisa. Weißt du Bescheid? Eine Hochzeit von Sandman Never Sleep und Yugulias. So. Komplett in grün. Der Riddler. Oh. Hochzeit. Oh, in deren Zimmer wurde geheiratet. Ich bin natürlich am Pennen, ist ja klar. Felix Wunderland hält die Trauung ab. Ich bin natürlich am Schlafen. Ist ja klar. Da komme ich ein bisschen verspätet. Nimmt mir keiner übel. Wir reden natürlich dann über die Androiden. So bin ich halt. Oh, noch eine Hochzeit. Jetzt heirate ich direkt danach mit Felix Wunderland. Was ist denn da los? Hier geht's ja ab. Wird direkt hinterher geheiratet. Wir haben uns halt anstecken lassen, ne? Ist wieder Yugulias Schuld. Wieso beleidigen die sich denn jetzt auf einmal? Fanden die wohl gar nicht so toll. Habe ich Pflanzenmassen nicht rausgenommen? Ach so, das ist ein Dreier-Rack, deswegen. Oh, guck mal, die machen Liebe. Pass auf, Yugulias kann schwanger werden, ne? Müsste aufpassen. Sprachen über ihre Gedanken zum Thema Tod. So, jetzt können wir hier aber noch ein Ressourcenrack hinbauen. Huch. Dem Ambrosia-Busch geht's gar nicht so gut.
Zumindest im einen. Halten die Dach? Die Säule? Ja. Stell mal hier Säule hin. Ja, hier ist halt nicht so viel Platz, ne? Sonst hätte ich hier einen großen hingesetzt. Und setzen hier einen Tisch hin. Muss ich natürlich hier noch den Boden machen. Kann man sich hier draußen auch hinsetzen mit was zu essen, weil man was zu essen dabei hat für unterwegs. Mal, wenn wir doch hier den Kalk rausnehmen, wir haben doch auch noch Kalk hier. Ich weiß gar nicht, woran arbeitet Hugul das eigentlich die ganze Zeit, wenn der arbeitet. Der müsste ja theoretisch die ganze Zeit am Arbeiten sein. Alter, die Folge ist schon wieder vorbei. Das kann doch gar nicht wahr sein. Nix geschafft. Ich habe ja schon wieder einen Ambrosia-Hain gesehen. Wo war denn der jetzt? Oder war das nur der hier? Hier sind wieder viele Brocken und kein Marmor darunter. Ja, im Endeffekt wäre es schon geil, wenn wir doch irgendwie 4 Anbauzonen hätten. Ich meine, wir könnten den einfach in der Anbauzone ändern. Dann hätten wir wieder eine mehr. Was ist, wenn wir diesen Boden hier entfernen? Was ist da drunter? Zeig mal bitte. Da ist kein Erdboden drunter. Ich wüsste auch nicht, wo das jetzt gut aussehen würde, wo wir jetzt noch ein Feld so hinzufügen würden. Wir könnten hier ein Feld hinzufügen, aber das würde so mitten in den Weg gehen. Das fände ich irgendwie nicht so cool. Hier haben wir ja schon geguckt. Hier war ja, glaube ich, nicht viel frei. Und hier direkt will ich auch nicht eins machen. Ich will nicht hier so drum an den Weg. Ich will hier schon so mindestens diesen Zweier lassen. Hier oben könnten wir vielleicht noch einen dran setzen. Ich würde gerne die Einkaufszone immer schon fertig setzen.
Ich meine, letztendlich können wir die Anbauzone auch irgendwo hierhin klatschen. Irgendwo etwas weiter weg. Warum ist der tot? Der wurde gefressen. Okay, gut. Das war's jetzt aber für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!